Jo Leute, ich bin's wieder von der Kantokrolle und herzlich willkommen zurück hier bei Monster Hunter Freedom 3 Walkthrough. Ja, wie einige von euch Facebook-Nutzer vielleicht mitgekriegt haben, war ich krank, aber jetzt geht's mir einigermaßen gut und es ist direkt Zeit für neue Walkthroughs. Juhu! Ja, und zugleich machen wir uns die neue Rüstung, denn wie ich schon angemerkt hatte im letzten Walkthrough, ist es leider nicht mehr möglich mit dieser alten, lumpigen, zerzausten, widerwärtigen, ranzigen Tracht hier durch die Gefilde zu ziehen. Und ja, hier haben wir eben jetzt zum Beispiel jetzt die Buggy Helm haben wir jetzt hier, aber wir brauchen hier die Buggy Kappe von unserer neuen Rüstung. Ich habe es natürlich schon gefarmt in weiser Voraussicht. Ich hoffe auch, dass ich alles so dabei habe, wie es denn da sein sollte. Für die Brust benutzen wir hier gleich auch die Buggy Brust. Ich hatte ja schon beim Buggy Walk, wie gesagt, deswegen habe ich die jetzt auch vorgezogen, der wäre sonst etwas später gekommen. In der chronologischen Reihenfolge der Quests, die wir hier zu bestreiten haben, Dorfstufe 4 ist es, glaube ich, wo wir gerade sind. Und hier haben wir jetzt hier einen Buggy Panzer. Ich schaue mal, ob das hier jetzt auch das Richtige ist. Ja, sieht gut aus. Und jetzt hier eben unser, ja, soll direkt benutzt werden, bitteschön und Dankeschön, auf Wiedersehen. Muss jetzt schauen, haben wir jetzt hier quasi, ja, die Yagi Arm, Armschienen haben wir schon. Die Hüfte können wir auch behalten und hier brauchen wir dann die Barot-Beinschienen für unsere neue Rüstung. Wer macht denn immer das Defense-Set und ich das Aggressive-Set? Nein, das sind die Gamaschen und wir brauchen hier als Klingenmeister natürlich, hier unten steht es auch nur Klinge, hier jetzt die Beinschienen und ihr seht schon hier, die geben uns Angriff. Wieder mal nice von Arke zusammengestellt, dem Guten. Hoho. Sieht leicht abgespastet aus, aber die Skills haben dafür hier schon in sich. Man kann hier dann noch Angriff plus 3 reinklatschen. Dazu ist es natürlich ganz geil, wenn man dann einen plus 3 Angriffstalisman hat, den wir hier jetzt leider nicht haben. Noch nicht jedenfalls. Und wir haben hier jetzt noch Slots drin und hier haben wir jetzt gerade momentan bestimmt hohe Geschwindigkeit drin, genau. Da können wir dann auch jetzt gleich schauen, was war denn dann für Slots in unseren alten Yagi-Teilen drin. Gucken wir euch auch schnell nach, was denn da genau drin war. Denn sollten es die passenden Slots sein, dazu gehen wir hier auf Dekorationen. Was ist denn? Der Sukumo-Rumpf, die können wir aber noch verkaufen. Schnelle Genesung, genau die tun wir schnell raus. Nein, will nicht benutzen, das haben wir schon. Die Armschienen tragen wir derzeit. Hier die Hüfte auch, in den Beinen war nichts drin, im Kopf ist noch ein Angriff drin, die brauchen wir auch nicht hier drin, da muss nicht tragen. Nur ich sagen, hier auf jeden Fall in eins von Teilen hauen wir jetzt erstmal das schnelle Genesung rein, dann haben wir das nämlich jetzt wieder als Skill aktiviert, wenn ich mich täusche, genau hier Erholgeschwindigkeit plus 2, Regenerierungsgeschwindigkeit der Gesundheit wird stark erhöht, steht hier. Und wir bräuchten jetzt eben für noch mehr Angriff hier 20 Punkte, wie man es am Rand unschwer erkennen kann. Mal schauen, ob das von den Slots erreicht. Wir haben hier ein Slot, Waffe ziehen wir mal nicht mit. Und hier nochmal zwei mit drei Slots. Es gibt einen Angriffstypen für zwei Slots plus drei, glaube ich. Das könnte klappen. Ich hau auf jeden Fall jetzt mal den Angriffs, also mit einem Slot dann einen zusätzlichen. Ich hau auf jeden Fall jetzt hier mal in den Helm, nein, in den Helm war es nicht, in die Brust. Hier das eine Angriffjuwel rein. Meistens ist ja so in Monster Hunter, dass man mehrere, in so mehr Slots man eben hat. Für drei kann man dann schon plus 5 teilweise reinhauen. Oder für zwei dann plus 3 ist es, also man hat quasi ein bisschen besser, als wenn man jetzt zwei einzelne Angriffsjuwel reinhauen würde. Diesen Angriff auch natürlich immer teurer zu machen. Hier kann man jetzt hier auf Fähigkeiten, Name des Beschränkten durch ein Klicken von Select. Und ihr seht auch schon, wir haben ganz viele neue. Und hier haben wir jetzt hier leider, glaube ich, immer noch nur dieses eine Angriff. Ja, sieht so aus. Schade, da kommen wir noch später mehr dazu. Auf jeden Fall können wir derzeit anscheinend keinen Angriff plus 3 reinklatschen, bis wir dann hier den passenden Talisman vielleicht haben. Aber so ist die Rüstung doch auch schon mal ganz Gurke, ganz in Ordnung. Und ich habe auch direkt hier noch eine Verbesserung zu machen, eben von unserem LS zum Knochenkatana Schakal. Ja. Hier leider noch keine Beschreibung, ich habe den neuesten Deutschfisch auch noch nicht drauf. Muss dazu sagen, der hat bei mir beim Download nicht geklappt. Und wir müssen auch schauen, was machen wir denn als nächstes. Entweder hier eben diese Anata-Knochenklinge mit Lähmung. Wäre vielleicht für einen Teamkampf mit Albert nicht so schlecht. Hier gibt es die Wolfenklinge Feuer. Allerdings plane ich schon eine Schnittwaffe mit Feuer zu machen, und zwar ein SNS. Und hier gibt es dann noch eben die hier von Uragan. Ja, hier sehen wir es auch schon.
mit einem enorm angefundenen Verteidigungsboost quasi. Aber ich denke, wir werden uns hier zu der Anata Knochenklinge bemühen. Ich muss aber noch gucken, hier bräuchte man eben Rathaus und Radian-Material. SNS kann ich euch auch zeigen. Hier werden wir das hier nicht weiterführen, weil es nämlich später übelst ranzig wird. Das ist aber von Anfang ganz gut. Und eventuell dann hier ein Schlaf-SNS machen für spätere Kämpfe mit Alvea. Ja, bei Hämmern habe ich es glaube ich schon mal gezeigt. Hier werde ich vermutlich diesen Jupiter-Klobus machen von Dobelberg, oder wie auch immer dieses Viech heißt. Hier bekanntermaßen den roten Knüppel. Bei der Axt bin ich mir nicht sicher, aber vermutlich die versteckte Axt hier von Nagakuga. Und ja, SNS wollen wir dann ganz Neues machen. Und zwar wird es dieses Knochen-Tomahawk hier sein. Das wir dann weiterführen zum Rathalos SNS. Aber jetzt haben wir erstmal hier das LS auf dem Rücken geschnallt mit 120 Angriff. Ist mir leider etwas zu ranzig momentan noch. Und ich kann es momentan nicht weiterverbessern, deswegen hatte ich geplant, vielleicht hier direkt noch was hinterher zu schicken. Monster und L fehlen uns jetzt hier allerdings für die Golem-Klinge, weil Kyurem-Klinge wird auch richtig geil, die machen wir uns auf jeden Fall. Also es sind geile Sachen in Aussicht. Ich rüste jetzt aber für die Quest, die wir jetzt bestreiten wollen, direkt noch unsere Dual-Swords auf. Weil ich denke, dass die da ganz sinnvoll sein könnten, unsere Blutflügel hier mit Giftelement. Und unsere Rüstung schillert hier ja auch schon im Mondlicht, sieht fabelhaft aus. Ich mache bei Option mal noch schnell die, den Media-Install an. Dann lädt das nämlich hier alles ein bisschen flotter. So, noch mal schauen, ob wir uns hier noch die Tränkchen kaufen. Natürlich tun wir das, wenn wir schon so wenig dabei haben. Gucken wir mal noch schnell, was das alles hier genau abgeht. Ja, da lege ich auf jeden Fall noch schnell das Zeug ab. Das habe ich jetzt nicht da gemacht. Ich kam gerade von der Fahrstunde noch völlig aufgeheizt, hinterm Steuer quasi. Aber bereit hier für euch, wieder neu aufzunehmen. Zack, die Götterkäfer in das Böchslein reingepfeffert und ja, Beruhigungsbomben können wir hier eigentlich auch ablassen. Das Netzchenzeug nehme ich mal mit. Gegengift brauchen wir für die Quest, die wir bestreiten wollen, nicht. Heißgetränk glaube ich auch nicht. Ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube, sie ist am Tag, die Quest. Wäre jedenfalls naheliegend. Aber ich nehme es mal mit. Kann ja nicht schaden. Haben wir denn hier drin noch Honig? Ja, 10 Honig, 5 Stück packen wir direkt mal ein, um unsere Megatränke auf Maximum zu machen. Hier mit 95%. Super, hat geklappt. Und dann geht's auch direkt los. Ich hätte vorhin schauen müssen, wie viel Defense wir jetzt haben. Hätte ich es vergleichen können, aber auf jeden Fall haben wir jetzt momentan 65. Das sieht nicht schlecht aus. Hier jetzt nochmal die Tränke nachgekauft. Und los kann es eigentlich quasi schon gehen. Nein, Moment, ich will nämlich noch etwas kaufen. Und zwar Phasmobile L, 2 Stück. Dann können sich sicher viele schon denken, was wir jetzt machen wollen. Und zwar beköpfen wir Manieren in der Sandburg, Hapulpoca. Hier wandern noch Renoplos und Delexchen rum. Das sind diese kleinen Fische, die immer rumschwimmen und nerven. Und Renoplos sind bekanntermaßen diese etwas gepanzerten Wesen, die da herumtigern und ekelhafte Spielchen treiben in der Savanne. Ja, und wir sind hier am Tag, das ist doch schön. Gleich mal die Karte eingesteckt, Ration, die simplen Schallbomben, die das Monster, so wie ich informiert bin, das führen. Nein, ich narr! Ach, das war jetzt ja blöd. Ah, können wir auch keins abstellen, um vielleicht ein neues mitzunehmen. Müsst, aber dann können wir vielleicht später wahrscheinlich mal abkratzen, weil ich hasse dieses Monster und ich mach's privat nie. Ich habe jetzt nur vorhin noch ein bisschen angelesen, wie das jetzt nochmal genau gehen soll. Ich habe aber keine Ahnung, jedenfalls bin ich aus dem zu faul zu lesen. Und bekanntermaßen kann ich ja gar nicht lesen. Deswegen ist alles relativ wenig gebracht und gefruchtet hat. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach auf die Pirsch. Wird sicher lustig, vor allem, wenn wir nur 2 Kaltgetränke bekommen haben. Das war auch ein bisschen scheiße, weil ich habe keinen jetzt mitgenommen. Naja, wir werden es überleben. Hoffe ich. Dieses Monster sollte sich im Gebiet 8, 9 oder 10 aufhalten. Ich vermute mal in 8, deswegen gehen wir da hin. Und da kann man hier auch diese Sanddünen, die ihr gleich sehen werdet, kann man hier direkt destroyen. Da kann sich nämlich dann drin so ein bisschen verschaufeln, verstecken, wie auch immer. Ich bin jetzt nicht mehr ganz genau so gut informiert, aber ich sehe es ja auch nicht und deswegen ist das eigentlich relativ Wurst erstmal. Aber ihr seht jedenfalls, diese sind Hapulpoca einzigartig, gibt es also nur bei diesem Biest, dem wir jetzt gehörig den Popo aufkratzen werden mit unseren scharfen, süßen, salzigen Doppelschwertern. Vielleicht hat das auch ein Video, deswegen, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, ich habe das ja vor einem Jahr oder so gemacht damals, hier in Portable Search. Und ja, jetzt gucken wir einfach mal, ob sich dieses Viech denn, ach ja, hier ist ein Video.
Oh, Rhinoplos, Mitch Freud. Und da stellt sein Lauscher genau hier die empfindlichen Stellen des Hufflepuffer direkt zu Gesicht bekommen. Da müsst ihr eben agieren mit Schwertwaffen. Mit Hammer geht's auch, aber da würde ich dir in den Kopf angreifen. Hei. Ja, eben deswegen, ich mag dieses Viech einfach nicht, weil es ist halt erstens Mörder hässlich und zweitens die ganze Zeit irgendwie unter Sand und geht dann tierisch auf die Eier. Außerdem kann es extrem kranke Sanddünen angriffen, alles mögliche andere auch noch. Ah, ich mag es einfach nicht. Auf jeden Fall müsst ihr das painten, weil es sich die ganze Zeit ja unter der Erde ist. Wow, geh weg, du. Und ich habe eben die Bomben, weil es doch hin und wieder zu neigt, Leute anzufallen. Ja, ich schmessel hier jetzt einfach mal mit den Gift-Duals hier gebührend in das Hufflepuffer rein. Und jetzt macht sie eben diesen Sanddünenangriff, der macht uns eigentlich relativ wenig. Ich kann aber auch so fiese Schnappe in alle Richtungen und sowas. Hier gleich wieder das Dämonisieren weg, indem wir einstecken. Mal ein bisschen leiser hier in dem Sound. Und ja. Jetzt hüpft es wahrscheinlich gleich oder macht irgendwelche anderen Späße. Hier kommt, da weiß man, dass es jetzt da rauskommt, wo die Sanddüne ist. Ups, und da kann man hier hechten. Und hier macht es dann eben diese fiesen Beißangriffe, wo halt echt großen Radius haben, müsst ihr eben aufpassen. Zack, zack. In die Luft geschnappt, Baby. Und hier direkt mit den Duels an den Rücken ein bisschen kraulen. Und hier Vorsicht, nach hinten macht es dann Angriffe und dann könnt ihr ganz kurz noch diese Kiemen, was das sind, hier attackieren. Ah, hinfort von mir. Giraffe. Oder Affe? Und es ist vergiftet. Zehre an seiner Lebenskraft. Gift. Ich warte jetzt eigentlich nur auf den entscheidenden Moment, bis ich die Fassbomben zum Einsatz bringen kann. Wie dämonisiert. Ohne gleich den Doppelbiss. Und dann schnetzen wir hier wieder rein. Zoom. Der Mutant scheint sich nur gar nicht so richtig in Action zu befinden. Ah, Vorsicht! Oh, nach vorne weggeflogen. Tornado, nein! Verdammt! Jetzt müssen wir ja schon mal den Wettstein nutzen, um unsere Schärfe der Waffen wieder zu erhöhen. Oh, Alter, weg von mir, du Gurke. Zähl an deiner Lebenskraft, Gift! Zähre an seiner Lebenskraft. Und die haben es jetzt gestaggert. Zack, zack, zack. Und ihr seht schon, im Mund ist es sehr anfällig. Ah. Und es dreht gleich. Hier kann man ihm dann die Bomben reinzischen, aber es ist mir jetzt eindeutig zu gefährlich. Lieber mal einen Megatrank hinter die Kiemen. Und am Ende springt es dann eben so und schnappt dann nach euch. Ja, jetzt haben wir leider den Moment verpasst, wo wir ihm hier eben die Fassbomben reinzimmern können. Aber vielleicht kommt es ja nochmal. Ja, es kommt nochmal. Ups, weggehechtet. Und jetzt geht gleich die Lunte hoch. Juhu! Jetzt könnt ihr her und hier dieses Viech rausangeln. Und yes! Und gleich auch die abfälligste Stelle, sein Bauch, freigelegt worden. Zack, zack, ihr seht schon, das geht durch wie Butter. Das geht ja runter wie Butter. Zack. Und noch einmal. Ja, das hat Damage gemacht. Hier noch den Shiny Drop. Vibram Tears. Direkt reingezischt bekommen. Es scheint fliehen zu wollen, aber wir haben auf jeden Fall jetzt schon gehörigen Schaden gemacht. Also es uns eben auch, ihr seht schon. Das hat uns jetzt richtig reingepfiffen, der Angriff. So, und diese Sidesteps machen wir eben, weil wir jetzt hier im Milan-Modus sind mit den Dual Swords oder wie auch immer dieser Modus dann heißen wird. Ich gehe einfach davon aus, dass es Elan genannt wird, ähnlich wie beim LS. Zack, es ist hinter uns.
gleich mal schnell die Rhinoblos hier ausschalten, bevor die uns hier in die Quere kommen. Puh. Ja, natürlich jetzt nicht damit gerechnet, dass es da jetzt direkt hinter uns kommt. Schnell Erste-Hilfe-Arznei. Und dann hier diese Schutzbarrikaden zerstören. Oh. Kommt das nochmal? Ja, es kommt nochmal. Und hat es die Bombe mitgenommen? Ich glaube schon. Oh. Nein, 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 oder wird er nicht? Oder was ist los? Hilfe! Oh, irgendwas wird aufgeboostet. Lass mich hier durch! Hilfe! Ration reinhauen. Na, oh, Mist. Vielleicht, weil es Rage ist, hat es vielleicht damit was zu tun? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Ah, oh, sieht schon gefährlich aus, aber jetzt hat es wenigstens mal seine Key hier draußen, die wir dann gleich einprügeln können. Bam, und da zerfetzt hier die Einrichtung. Na, oh, müssen jetzt die Key mal wieder drin. Oh, die eine Key ist draußen und jetzt hier direkt zum Mund und in die hochempfindliche Zunge reinhäckseln. Die kann man übrigens auch cutten, wenn ich noch richtig informiert bin. Schnell hier, schnell. Wetzstein. Na. Ah. Und Vorsicht, dann kommt es da manchmal auf einmal ganz schnell hoch. Aber jetzt schnell. Oh, zack. Und wieder in die Kiemen rein. Zack. Hier dämonisieren, reingezischt. Und wieder die Kiemen hier attackieren. Und ihr seht schon, seine Stamina scheint etwas angekratzt zu sein. Natürlich fatal in dem Moment, wo wir hier richtig zuschlagen können. Oh, da gräbt sich's nochmal ein. Weiche von mir, Satan. Wow, wo ist es? Ach, da. Und hier nochmal das komplette Dämonisieren reingezischt. Und es ist wieder vergiftet. Seit wie lang weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall ist es es. Und ich wittere den Sieg. Infernone. Infernone, sag mal so. Zack, zack. Dann will ich keine Minute verstreichen lassen, wo man Hapu Poker nicht ein bisschen am Panzer ritzt. Wuhui. Ah, siehst, ich kann es gar nicht einschätzen, wo es lang fliegt, dieses tyrannische Wesen. Als ah, natürlich nicht gerade nicht zugeschlagen. Aber scheint schon jetzt ein bisschen giftig geworden zu sein. Also wieder abzischen. Und direkt wieder hinterher in Gebiet 10. Oh, hinter uns. Hinter uns? Nur wo? Ach, da drüben. Na, zu spät gesehen, dass dieser Angriff jetzt kommt. Rhinoblos da hinten scheint einigermaßen unbeeindruckt zu sein, also dem müssen wir schon mal keine Angst haben. Wo ist gerade vorhin noch Kumpanen von ihm gefressen wurden. Ich dachte gerade, das frisst das Rhinoblos. Hat es vielleicht davor gehabt. Zack, entwichen. Zap, 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 zap. Ich glaube, es fällt echt das Rhinoblos an. Ich glaube, ich töte mal schnell das Rhinoblos, damit es sich nicht auffüllen kann. Ah, das hat geklappt. Oh, nein, oder auch nicht. Es hat uns natürlich als Alternativbeute gewittert. Ihr müsst schon aufpassen, dieses Monster hat so diese Eigenart, schnell zu anzugreifen. Also, man denkt so, es ist so Lamasche. Auf einmal kommt dann genau so aus, genau das hier. Dass wir auch diesen riesen Maulkopf. Na, jetzt bin ich abgeprallt. Jetzt auch weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Weg hier. Das hat bis jetzt so gar nicht seinen Sanddünenangriff gemacht, wo so mit Sand herum spuckt. Der kann nämlich eigentlich super gut angreifen.
Ah, wo ist es hin? Ah, da hinten. Na, ah, Kaltgetränk lässt nach. Ah, da kennen wir den Angriff für die Bombe. Aber ist leider keine mehr dabei. Aber oben sind noch zwei in der Vorratsbox. Hier kann man immer gut auch hinterher zischen, noch ein paar mal reinschnitzen und dann wieder umdrehen. Das geht alles, aber ist mir jetzt ein bisschen zu risikoreich. Dum, 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 dum. So ziehst du gleich wieder umdrehen, ja? Ja, jetzt kommt der Angriff. Yippidi! Und das kann er eben auch drehen. Hier noch einmal die Munition rein. Gezwiebelt. Kurz ausgewichen und dann direkt wieder hinterher. Ups! Weiche Satan! Gott sei Dank, das war im Hechten kurzzeitig wie in einem Art Moi-Zustand, also unattackierbar, das wäre mit platt gewesen. Und es humpelt. Yippidi! Sozusagen, aber diese Duels sind natürlich jetzt auch nicht overpowered, auf der gleichen Queststufe kommt nämlich noch Chicky Knox. Also das geht ja alles mit rechten Dingen zu. Zack. Da könnte man nämlich theoretisch schauen, wann es schläft, wenn wir es cappen wollten. Wollen würden, wie auch immer. Wollen wir aber nicht. Erinnern, es wurde noch darum gebeten, dass ich mir die Rüstung der Monster noch zeigt. Das habe ich mir vorgenommen, noch zu machen. Ich weiß nicht, ob ich es immer direkt danach schaffe, aber insgesamt werde ich es auf jeden Fall immer zeigen. Einmal so jede Dorfstufe ungefähr, die Rüstung, die bis da möglich sind. Wir haben es jetzt abgebrochen. Und es war natürlich wieder ein Höllenlärm. Mag natürlich nicht abgebrochen zu werden. Würde ich auch nicht mögen. Zack. Spüre die Macht des Giftes, Hubblepocker. Und da kommt er wieder. Der Düsenangriff. Zack, da geht unsere Ausdauer flöten. Egal jetzt. Konnte ich jetzt nicht mehr ausweichen, so abzusehen. Ah, und dann tötet es einen Offener noch hier in dieser Höhle. Das war natürlich etwas sperrig, ist das Ganze, wenn das Viech dann besonders groß ist. Exemplar ist. Hui, Stein war im Weg. Ey, ich wollte hechten, du Hund. Ja, Prinz Albert bemerkt irgendwas. Vielleicht, dass ihm gleich der Arsch auf Grundeis geht. Aber dafür ist es jetzt zu spät, mein Sohn. Tom, Tom, Tom. Am besten auch, wenn er direkt am Anfang, wie ich jetzt gerade, vorbeirennt. Da zeigt er dann eigentlich schon über das Schlimmste hinweg von dem Viech und dann kann eigentlich auch nicht mehr viel passieren. Zack. Ach komm, jetzt kein Bock nochmal zu schärfen. Ja gut, das greift unsere Kätzchen an, dann können wir schnell. Oh, verflucht. Das darf nicht wahr sein. Also ich fand das Viech damals extrem furchtbar zum Bekämpfen. Inzwischen geht es einigermaßen, aber nimmt es auf jeden Fall am Anfang gerade nicht stark auf die leichte Schulter, denn es ist echt nicht so schwach, wie es aussieht. Und ja, Zunge destroyed, Baby. Und jetzt hier nochmal in die weichen Stellen reinzwiebeln. Oh, Mist, den hatte ich ja voll vergessen, dass er dann so einen Rundum-Hieb macht. Oh, schnell noch ein Tränkchen rein. Und hier einfach an dem Wand entlang gehechtet. Zack, ey, unsere Ausdauer ist quasi durchgehend auf Minimum. Aber wenigstens haben wir jetzt noch sein Züngelchen ein bisschen angekratzt. Und hier haben wir jetzt auch schon das Ziel erreicht. Und ihr seht ja schon, wie riesig das ist, wenn das erstmal aus der Erde draußen schaut, mein Lieben dran und ich. Ein Tornado ist nur noch in so einem Schriftzug zu sehen. Also das ist wirklich so eine Art Kaulquappe irgendwie. Richtig, richtig widerwärtig. So, lebhafte Essenz erhalten. Ja, sehr lebhaft sieht es hier drin nicht aus, aber
Dafür sehe ich auch so eine Venus-Fliegenfalle. Das ist noch ein Pocker Skype abgesäbelt. Eigentlich müsste man aus so einem riesigen Leviathan-artigen Biest noch ein bisschen mehr rausschneiden können, rein theoretisch jetzt. Aber da hinten ist noch eine Abbaustelle, die ich mir noch zu nutzen mache. Die zeige ich euch kurz. Hier drüben nämlich. Deswegen, Entschuldigung für die Nase, ich kann es nicht stützen. Und das kann man sich ja natürlich dann noch zugute machen nach jeder Quest. Immer noch ein bisschen abbauen. Hilft enorm und verhindert, dass man so oft farmen muss. Ja, ich weiß nicht, ob hier drin noch eine ist, aber doch, da hinten ist noch eine. Ja. Dum, dum, dum. Ja, und dann die Wettstein wieder ausfüllen, ist auch schon schön. Jetzt ist fertig. Machalit das noch einmal. Ja, und das ist eine coole Brille da. Yeah, Anakin Skywalker, Baby. Questly. Und wir halten den Monster L, der uns vorhin gefehlt hat. Pocker, Skype, haut vorher noch lebhafte Essenz. Und von unseren Kameraden lauter Kräuter, Ohrkäfer noch oder sowas. Kaktusblüte, wir kriegen noch, glaube ich, gesehen. Yep, das erste Harpool Pocker, das ist auch schon mal schön. Die Trainingschuhe finde ich von dem Haus. Neue Kost im Trainingschuhe, Captain Training, Harpool Pocker Training. Sehr schön. Und damit speichern wir. Nein, ich zeige euch noch schnell die Rüstung, sofern ich sie anschauen kann. Ja. Ah, das sind immer diese Media-Install-Daten, die sie nicht so wollen, wie ich will. So. So schalten wir sie schnell wieder an. Die Ollen. So, und dann zeige ich die Rüstung. Hier, wo ist sie denn? Harpoon-Pocker-Helm, hier sieht so aus. Eigentlich ziemlich cool. Zumindest so Anakin Skywalker-Helm. Hier die Kappe für die Schützen. Sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Die Brust, das ist eigentlich im Prinzip das ganze Teil, ist so eine Hardcore-Panzerung-Rüstung, die aber nicht wirklich besonders gut ist, deswegen ich die mir auch nicht antun werde. Hier die Dinge haben wir leider nicht, die Arme, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber hier die den Gürtel, auch so magazinartig, und die Beine haben wir auch zum Angucken. Sehen dann so aus. Ja, ist im einen ganz okay. Gibt eben hier Hunger, Schlemmen gibt es dazu, Essen auch. Also im Prinzip eigentlich nicht so wirklich sinnvoll als Skills. Und ich sage, wir sehen uns im nächsten Fall wieder von Monsterfilm 3. Bis zum nächsten Mal. Schau auf Albert's Part an. Bis dann. Ciao.